Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir sind stehen geblieben in der Kampfarena auf Rang 15. Und wir kämpfen jetzt gegen unseren nächsten Gegner. Der ist gegenwärtig auf Rang 14. Du bekämpfst die gegen die Banditenbande. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich am Anfang entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Aber ich weiß, du wirst es schaffen. Zeig mir einen guten Kampf. Kann sein, dass ich heute ein bisschen hektisch wirke, weil ich muss noch Isaac aufnehmen und es ist 21:30 abends. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Und sagen wir es mal so. Ich wäre lieber im Bett. Aber gleichzeitig muss ich das auch irgendwo machen. Und ja. Die Gegner sind Bomber und die flinken Vollstrecker, die Banditenbande. Hey, mit unserem Tempo könnt ihr niemals Schritt halten. Einer davon ist Sabum. So, das Wichtige ist Scanner. Das ist ein Bandit. Bei seinen Angriffen stiehlt er dir Münzen. Maximal KP 5, Angriffskraft 2. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein belämmertes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Na, das krieg ich hin. So. Verdammt. Scheiße. Aua. Ha. Belämmertes Gesicht. Ja. Das ist ein großer Bandit, aber große Banditen sind nur Banditen. KP 8, Angriffskraft 3. Große Banditen stehlen übrigens nicht nur Münzen, sondern auch Items. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn. Ja. Irgendwas mit Dieb ist gut, so. So, weil sonst kriegen wir nicht alle Münzen wieder und wir sind knapp bei Kasse und. Ist das überhaupt erlaubt? Ich weiß es nicht. Also, dass die uns bestehlen dürfen. Scheiße. Fuck. Hey, das Geld brauchte ich für Hot Dogs. Hey, Drecksack. Kopfnuss. Alter, was soll das denn? Mann. Hey, Gumbrina. Das finde ich nicht schön von dir. Nicht weder das Trickkommando kannst du, noch kannst du dich verteidigen. Da müssen wir unbedingt dran schrauben. Der Gewinner ist Bomber Luigi. Ja, aus irgendeinem Grund hat er uns Bomber Luigi genannt als Campername. Ich weiß nicht wieso. Bitte, deine Gage. Und es sind 6 Münzen. Oh. Immer mehr, wir werden reich. Reich werden wir, Leute. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Ah. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Die würde ich ja gerne näher kennenlernen. Du solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Bevor ich irgendwas mache, gehe ich erstmal pennen. Gumbrina, hey. Hey. Gumbrina geht's nicht gut. Und schlafen ist die beste Medizin, habe ich gelernt. Yeah, sag ich doch. Wir haben immer noch keine HP erhöht wie heißt es noch? Beim Level Up. Das ist unangenehm. Aber mir eigentlich auch egal.
Normalerweise schicke ich sowieso Gumbrina oder Kupio vor. Frau, hallo. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toadster. Der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Aber natürlich auch ich. Ich natürlich auch. Was gebe ich dafür, seine makellosen Kämpfe zu sehen? Interessante Information. Meins. Niemand kann mich vom Stehlen abhalten. Moment. Habe ich Platz für Hot Dogs? Falscher Knopf. Falscher Knopf. Ich habe Platz für Hot Dogs. Ich habe kein Geld für Hot Dogs. Ich mache jetzt Geld für Hot Dogs. Ich werde den Schwörwahn nämlich nie in meinem verdammten Leben einsetzen. Übrigens, in der letzten Folge habe ich von Wutbeben geredet, statt von Maxi-Beben. Das da ist ein Wutbeben. Angriffskraft 5. So, verkaufen. Den werde ich nicht nutzen. Den werde ich nicht nutzen. Wenn ich echt bin, kann ich nicht leiden, dass die Tropf-Items, dass die so funktionieren. Den Wollpützchen behalte ich. Und jetzt kann ich mir einen Hotdog gönnen. Yeah, Hotdog. Ich wollte unbedingt eins von diesen Eier-Hotdogs probieren. Ui, aber ich will aber. Ich habe mich entschlossen, die Arena zu sponsern. Keinen großen Betrag. Aber Bomber, ich bin sehr gespannt, wie deine Karriere weitergeht. Noch nie im Leben, in meinem Leben habe ich solche Kämpfe gesehen. Unkultivierte Kerle treffen aufeinander und veranstalten einen riesen Lärm. Wie barbarisch. Ja, ich brauche keine Kultiviertheit. Ich brauche das Sternjuwel. Und wer schreibt mir jetzt? Nein, Sky, diesmal antworte ich nicht auf dich. Jetzt bin ich auf dir. Jetzt bin ich im Let's Play. Ich bin am Tag von 6 bis mindestens 24 Uhr wach. Da brauche ich nicht um 21:40 mich bemühen. So, jetzt kämpfen wir gegen Rang 13 Piranhas und Co. Keine BP verbrauchen. Oh oh. Mit einfachen Mitteln zurechtkommen. Kurz gesagt, soll ich ihn kriegen. So. Ah, die. Ha, die schieben die Piranha-Kampf. Pflanze. In diesem Kampf treffen der Krawallklempner Bomber Luigi und die lebensgefährlichen Piranhas und Co. aufeinander. Ja, Mario, wir schaffen das. Der werden es zeigen. Generisch, aber okay. Habe ich ja noch nie gehört. Ich darf keine BP verbrauchen. Schon okay. Ich wink ein bisschen. Gumbrina macht Kussmund, glaube ich. Dann wird schön verteidigt. Oder auch nicht. Aber diesmal müssen wir ein richtiges Maxi-Leben raushauen. Weil das eben nicht funktioniert hat. Und ich meine Münzen verloren habe. Was gäbe ich jetzt für einen Hotdog? Also einen richtig, richtig guten, nicht so einen komischen Mikrowellen-irgendwas. Ach ja. Guter alter Hotdog. Was gäbe ich dafür? So. Gegner mit Leichtigkeit besiegt. Gut, was hat Sternpunkte erhalten. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. War ja ein Kinderspiel, sagt Gumbrina. Und seit heute Mittag habe ich ein Stück Fleisch in meinen Zähnen vorne zwischen. Und ich kriege das absolut nicht raus. Und das ist sehr verdammt nervig.
Weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen. Weiter komme ich eh nicht. Der nächste Kampf wird mein letzter sein. Ein bisschen traurig bin ich schon, aber so ist das nun mal. Du gefällst mir, also vergiss den alten Marono nicht. Keine Sorge. Ich werde so gut dran denken, dass ich im letzten Part nochmal von Marono reden werde. Nein, werde ich nicht. Der nächste Gegner ist gegenwärtig auf Rang 12. Du kämpfst gegen die Hypersteine. Kreativer Name. Keine Items. Krieg ich hin. Auf einen guten Kampf. So. Da ist der Armlose. Ich kann es immer noch nicht anziehen. Also mit den Hypersteinen komme ich klar. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die stolze Spezialeinheit, die Hypersteine. Hyperstein ist so ein dummer Name. Den schlagen wir in Handumdrehen. Ihr habt nicht mal Hände. Hey. Jungs. So. Das ist ein Hyper-Karl. Ein Steinmonster, genauso wie Kirk und Karl Kirk. Angriffskraft 3, maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Wenn sie sich aufladen, bringt der nächste Angriff sogar 8 Schadenspunkte. Hyper-Karls haben zwar nur wenig KP, sind aber dafür sind sie immun. Sind sie hart und immun gegen Feuer. Am besten greifst du sie wohl mit Items an, bevor sie sich aufladen. Ah, hey. Rat mal, was wir nicht dürfen. So. Oh mein Gott. Jungs, bitte nicht. Was mache ich da jetzt? Erona. Scheißdreck. Nee, das ist unangenehm. Naja. Wenigstens kann Erona das ab. Die hat's faustdick hinter den Ohren. Hat sie überhaupt Ohren? Ja, sie hat Ohren. So. Und sehr schön. Verteidigungskraft, yay! Ich wette, der charge jetzt auf. Das hilft mir kein bisschen. Auf, erstmal ein. Oder drei. Nee, doch nur ein. Backstreet Energy Abklatsch mit Kirschgeschmack. Keine Sorge, ihr könnt euch auch einen abholen. Und wir haben die 50 Sternpunkte überschlagen. Der Gewinner ist Bomber Luigi. Stehen jederzeit gern wieder zur Verfügung. Und die liebt es hier im Rampenlicht, ne? Wir sind ein Team. So passend wie Baum und Gurke. Plastik hat allein, man sieht sich. Und es hat einen ganz simplen Grund. Ich ermorde die Gegner. Und sie betört die Fans. So einfach. Ein Bombentrio sind wir. Oh, wir haben gerade gegen den, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, gekämpft. Ha. Dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 11. Du kämpfst gegen die Pomp-Air. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Und zeig mir einen guten Kampf. Oh, das ist erstmal der letzte Kampf, den wir direkt gewinnen können. Leider. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Ich habe vergessen, mir einen Namen auszudenken. Wir müssen uns einen Namen ausdenken. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die hochexplosiven, die Bomb-Air.
So, während der Kampf beginnt, frage ich Sky mal ganz fix. So. Nee. Und los geht der Kampf. So. Um die Sternattacke zu nutzen, machen wir jetzt einen Scanner mit Cool-Kommando. Das ist ein Bob-Omb. Bob-Ombs sind im Kampf sehr temperamentvoll. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Nehmen sie Schaden, werden Bob-Ombs sehr ärgerlich. So ärgerlich, dass sie vor deinen Augen explodieren. Der Schaden ist hier enorm. Wenn sie sauer sind, explodieren sie sehr schnell. Dann besser nicht springen. Hammer- und Panzerattacken oder Angriffe mit Items sind dann eine kluge Idee. Ich frage mich nur, wie die Bob-Ombs Kämpfe gewinnen, wenn sie sofort explodieren. Ja, das lässt sich herausfinden. Kannst du gerne nachfragen. So. Schau mal in Lage. Da gibt es leider kein Cool-Kommando. Reicht das? Nein. So, jetzt muss das aber reichen. So. Dann tauschen wir. Und Maxi Beben. Ja. Müssen nur treffen. Und als Kind habe ich mich immer, als ich das selber gespielt habe, habe ich mich gefragt, heilige Scheiße, wie in Teufels Namen kriegen Let's Player das hinzureden und dabei halt die Punkte zu treffen. Was zum Teufel? Was sind das für Übermenschen? Und ganze 8 Sternpunkte, sehr schön. 60 Sternpunkte insgesamt, sehr schön. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Und so geht das. Yeah. Und unsere Gage sind jetzt ganze 7 Münzen auf Rang 11. Wir können jetzt aufsteigen. Jungs. Ganz schön einsam hier, seit Marono weg ist. Ha, ein Schwächling weniger. Kein Grund zu jammern. Er hat sich wohl überanstrengt. Also, das ist deine Garderobe. Du beginnst in der zweiten Liga. Und wenn es dir hier nicht gefällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich an diesem Computer. Gegen wen du antrittst, entscheidet der Chef. Du darfst nicht ablehnen. Probier es doch gleich. Geh zum Computer und logge dich mit A ein. Wähle dann Kampf. Geh zum Computer, schnell. Hörst du schwer? Hallo, Flap. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Deinen ersten Kampf wirst du mit den Gummabrüdern liefern. Ganz easy, glaub mir. Zeig dem Publikum einen knackigen Kampf. Und sorge für Stimmung. Zeig im Kampf einen dreifachen Salto. Die übrigen Regeln wird dir Totsko erklären. Also, good luck. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Sieger ist derjenige, der zuerst die KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Besiegst du einen höherrangigen Gegner, steigst du im Rang auf. Verlierst du gegen einen Gegner niedrigeren Ranges, sinkst du im Rang. Aber es reicht nicht zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens einen Dreifachsalto zeigen. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bis du bis Rang 11 aufgestiegen bist, bekommst du die Chance. Ach so, bist du bist. Also, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln? Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Also gut. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Hallo, ich bin Flapp. Nett, euch kennenzulernen. Hallo, Flapp. Nett, dich kennenzulernen. Kämpfer Flapp, dein Kampf beginnt. Folge mir. Du bist abgeholt. Also dann, viel Glück.
Dann werden wir mal aufsteigen, ne? Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Hehe, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. So ist es, du trittst zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Enttäusche mich nicht, gib dein Bestes. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Und zeig mir einen guten Kampf. So, sollten wir hinkriegen. So. So. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi ist derzeit auf Rang 11 versucht erbittert, in die erste Liga aufzusteigen. Hier nun seine Chance, die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder. Begrüßen wir nun den bärtigen Barbaren, Bomber Luigi. Bärtiger Barbar. Was eine Aussage. Bomber Luigi, wie ist deine heutige Kondition? Du kannst mich. Ich finde sie super! Beste Mario Impression 2023. Okay, an Motivation fehlt es ihm scheinbar nicht. Wir warten. Sehr schön. Bedrohliche Gegner. Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch, ein Wurm. Plankton. Ein Pantoffeltierchen wie du sollte zu Hause bei seinen Videospielen bleiben. Ey! Und du Spross, einer Gnomen, Wurzelzwerg, Staubkorn und so weiter und so fort. Du wirst es nicht nochmal wagen, uns herauszufordern. Aus dir Milchbart, machen wir Hackfleisch mit Püree. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler. Hast du kapiert? Ich stapel nicht hoch, ich spring hoch. Na gut, du bereust noch früh genug, dass du uns herausgefordert hast. Diese stahlharten Körper mit den alles durchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Du kannst machen, was du willst. Es wird alles umsonst sein. Schau dir die Sonne nochmal an. Vielleicht siehst du sie das letzte Mal. Also, an Kampfgeist fehlt's dem nicht. Wichtige Musik. Wir müssen gewinnen. Das sichert uns unseren Platz in der ersten Liga. Wir müssen alles geben. Hehe, keine Chance. Ihr werdet schon sehen, wer Chef im Ring ist. So, wir machen erstmal Show-Einlage. Für die Sternattacke, weil natürlich machen wir... Ihr wisst, was wir machen. So. Das ist ein Stahlkerl. Maximal KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung unbekannt. Was soll das? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach. Also, sollen wir die beiden wohl einfach gegeneinander stoßen? Fliehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Bin zu blöd zum Kontern. Da sind sie schon so lahm wie eine Ente. Und ich komme immer noch nicht ans Verteidigen ran, ne? So, Schaueinlage. Denn Verteidigung hin oder her. Wir brauchen einen Hotdog. Ne, wir müssen ein wenig schieben. Moment. Beinahe, sehr schön. Konter funktioniert nicht. Oh oh. So, dann versuchen wir die Show-Einlage. Und es wird Zeit fürs Maxi-Beben. Unsere wahrscheinlich stärkste Attacke. Charge ausgenommen. Aber... Bin mir sicher, das wird was tun.
Fuck. Fuck. Das bringt nichts. Aber hey, Verteidigung, so werden wir wenigstens nicht sterben. Hm. Hey, wieso erhöht die nur meine Verteidigung? Oh, Junge. Ja. Einfach abhauen. Wir haben ein Ergebnis. Sieg für die Stahlbrüder. Wenn Dings nicht funktioniert, dann geht's nicht. Hahaha. Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen dir jederzeit zur Verfügung. Aber lerne erst zu kämpfen, bevor du wiederkommst. Was für Vollidioten. Bitte, deine Gage. Kriegen wir jetzt eine Münze? Yeah. Mario bleibt auf Rang 11. Wenigstens das. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich. Hm. Oh, wo ist denn eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Hey, Leute. Es gibt, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Farben, die man kriegen kann. Und das ist absolut nicht mein Liebling. Und das ist also Bomber. Ohne dich wäre ich nie heil aus diesem Ei herausgekommen. Danke, Kumpel. Echt, danke. Weißt du, du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Details interessieren jetzt nicht. Wichtig ist jedoch, ihr wollt also Champion werden und das Sternlevel bekommen, richtig? Ich habe alles gehört, als ich noch in diesem Ei war. Und weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Was? Wie ich heiße? Ach so, naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben, aber einen coolen, klar? Ich bin jetzt noch ein Zuschauer. Aber da mir nicht viele einfallen, nehme ich einen, der sowieso ganz nett klingt. Lyris klingt ganz passabel, kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Also Bomber, wir werden uns bestimmt super verstehen. Der Mini-Yoshi Lyris gehört jetzt zum Team. Irgendwo ein bisschen edgy, aber ey, liegt an der Frisur. Der Mini-Yoshi hat folgende Fähigkeiten. Mit X kannst du auf ihn steigen oder wieder absteigen. Oh oh. Wir reiten einen Zuschauer. Verdammt. Wenn du auf den Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Und das ist so super. Wenn du A drückst, während du auf ihm reitest, kannst du Abgründe fliegend überwinden. Gott, oh Gott, oh Gott. Im Kampf greift er den Gegner mit Luftwaffe an und springt mehrmals auf ihn. Und mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spuckt ihn gegen andere Gegner. Moment. Und mit dem gehe ich jetzt erstmal pennen. Ja. Diese Geschwindigkeit, die ist so attraktiv. So, solltest du keine Sternattacken benutzen. Sehr schön. Keine lange Inszenierung. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Nervig natürlich, wer jetzt keine BP verbrauchen, aber ja. Warum war der Kampf beginnt? Warum lese ich das eigentlich noch vor? Ich schätze noch 2 oder 3 Parts für dieses Kapitel. Der Krawallklempner und Bomber Luigi und die Unverwüstlichen, die Stahlbrüder. Also los, bist du bereit? Gegen unsere Stellanen hast du keine Chance, ja. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Und ich werde euch den Garaus machen. Bomber, diesmal machen wir sie platt. Was für Trottel, uns noch einmal herauszufordern. Auch mit diesem Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Das sagst du zwar, jedoch... Au!
Autsch! Ihr könnt doch unsere Stacheln nicht einfach gegen uns einsetzen. Verdammt, die haben unsere Schwachstelle entdeckt. Ach, haben wir das? Haben wir das also? So, so, so. So, und Saugmatz. Lutsch. Tot die Dinger. Yeah. 10 verdiente Sternpunkte. Oh. Zurück in die zweite Liga. Das ist ja zum Heulen. Mein Glückwunsch, Bomber, das bedeutet die erste Liga. Und was für ein fantastischer Kampf. Eine einzigartige Leistung. Wir können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen. Und Bomber ist in der ersten Liga. Bravo. Applaus für Bomber Luigi. Ha, ein bisschen verzögert. Übrigens, ich habe gehört, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 heißt im Englischen, nicht im Englischen, im Japanischen oder so, Sparking Zero. Budokai Tenkaichi heißt wohl generell Sparking in Japan. Rang 10. Also gut, Bomber. Herr Klebone will ich sehen. Komm einfach mir nach. Let's go. Tut mir leid, lieber Yoshi, dass du so müde bist. Oh ja, diese Schublade. Oh nein, Schublade. Heckleborn, hier ist Bamba. Totsgrover, kannst du nicht anklopfen, bevor du hereinplatzt? Verzeihung. Schon gut, also, was gibt es? Ach so, Bomber, alles klar. Ah, Bomber, was für ein Triumph. Entschuldigung, ich muss erstmal was trinken. Du hast es ja rasend schnell in die erste Liga geschafft. Oh ja, ich habe ein Gespür für Männer mit Format. Ach so, nennt man heute dicke Leute? Merke ich mir. Ich warte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich, bitte. Ja, 30 Münzen. Übrigens, was mir die ganze Zeit schon auffällt. Dein Outfit ist etwas dürftig. Okay, sobald du Champion bist, spendiere ich dir etwas Neues. Vielleicht etwas Hübsches mit rosa Rüschen. Das steht dir bestimmt. Aber das kommt später, für heute genug. Du darfst jetzt in die neue Garderobe. Bitte folge mir. Mein Outfit ist dürftig, sagt er. Dir gebe ich dürftig. Was halte ich für eine Beleidigung? Dies ist die Garderobe für die der ersten Liga. Du darfst ja diesen Raum jetzt benutzen. Alles funktioniert genauso wie in der zweiten Liga. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher. Pass also gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also, bis dann. Wenn du das sagst. Aha, das nenne ich nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Yo, trampel doch nicht alles an. Hey Kämpfer! Ich habe gehört, es gibt hier jemanden, der rasant ihre Karriereleiter hochklettert. Warst du Milchbart, bist also dieser Bomber? Da hätte ich mir den Weg hierher wohl sparen können. Was hast du denn, Bomber? Was, der Meistergurt? Was schaust du mich denn so schamlos an? Keine Ahnung, aber vielleicht ist dieses Sternjuwel ja wirklich nur ein billiger Klunker. Was soll das? Was, du denkst, mein Meistergurt ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Sorry, aber der Gurt ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist, wollte mich einfach zum Narren halten. Wir sind hier nicht im Ring. Aber wenn wir uns da begegnen, mache ich euch platt. Macht euch darauf gefasst. Wenn du das sagst, mein Freund. Oh Mann, ich glaube, der ist ziemlich sauer. Aber wenn die magische Karte auf die Arena von Falkenheim verwiesen hat. Da stand an dem Meistergurt aber nicht das Sternjuwel ist. Wo könnte dann das echte nur sein? Bomber, da ist eine Mail gekommen. Aber von wem wohl? Willst du das Sternjuwel? Dann folge meinen Anweisungen. X. X? Wer soll das denn sein? Der tut ja so, als wüsste er, wo das Sternjuwel ist. Aber ob er uns das auch verrät? Irgendwie seltsam. Naja, wir gehen erstmal aufs Klo. Oder auch nicht, ist besetzt.
So, Frechheit rausgenommen, erstmal alles zu öffnen. Dann ruhen wir uns einmal aus. Und dann gehen wir speichern. Denn das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Paper Mario, die Legende von mir unter. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Bis dann und ciao, Leute.